Das Verhalten von seinen Parteikollegen ist für Otto Seidel eine Schande. Der 75-jährige Chef des Ortsverbandes Sendling-Westpark und ehemalige Münchner Stadtrat ist vor allem empört über das Verhalten von Alfred Sauter. Zwar hat der frühere Justizminister alle seine Ämter niedergelegt und ist aus der Landtagsfraktion ausgetreten, doch das reicht dem an der Basis arbeitenden Otto Seidel nicht aus. Das sind diese Leute, die der CSU großen Schaden zufügen. Und es ist gewaltig, wenn man sich in so einer Pandemie, in so einer schwierigen Zeit, wo viele Menschen die Existenzgrundlage verlieren, bereichert. Wegen Korruptionsverdacht ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München gegen den 70-jährigen Alfred Sauter. Untersucht wird seine Provision in Millionenhöhe für ein Maskengeschäft mit der bayerischen Landesregierung. In seiner Partei sind so handelnde Personen unerwünscht. Also da ist ein unermesslicher Schaden entstanden durch das Fehlverhalten Einzelner. Ja, aber es färbt natürlich immer ab und sorgt für eine schwere Vertrauenskrise. Also ganz, ganz schlimm, was hier passiert ist. Auch wenn es tatsächlich juristisch keine Folgen haben sollte, so ist da jegliches Gefühl verloren gegangen. Unser Ministerpräsident Söder wird das auch durchziehen. Ich hoffe es und ich verlange es von ihm, dass er diese Leute aus der Partei nimmt. Da es sich bei Geschäften mit Corona-Schutzausrüstung nicht um einen Einzelfall handelt, wird das Thema weiterhin im Landtag diskutiert. Diese Herren, die jetzt sich da möglicherweise bereichert haben und möglicherweise auch kriminelle Energie entfaltet haben, das muss ja letztendlich dann ein Gericht entscheiden, die tun natürlich der Politik damit keinen Gefallen, weil die Menschen irgendwann die Schnauze voll haben. Doch die CSU kann auch positive Schlagzeilen mit Maskenspenden machen. Wir haben Masken gekauft und konnten mit dem gespendeten Geld den Missionaren, Missionarinnen für die Nächstenliebe, die haben wir 450 Stück durch diese Aktion spenden können. Während die einen aus eigener Tasche zusammenlegen, um zu helfen und zu zeigen, dass Politiker nicht gleich Politiker ist, hat sich Alfred Sauter erst nach Druck aus der eigenen Partei dazu entschlossen, seine Ämter abzugeben. Sein Landtagsmandat und seine Mitgliedschaft in der CSU behält er jedoch noch.